Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Ja, wir werden den Tower verlassen. Die zwei Deppen da drüben lasse ich am Leben, scheiß der Hund drauf. Ich glaube nicht, dass es so Punkte oder so gibt, also wir hauen jetzt einfach mal ab, wir gehen jetzt unseren Weg. Servus. So, und schauen uns mal die Gegend da draußen an. 1. Ein langer Tag in Dunwall. Delilah und Herzog Luca Abele haben den Tower erobert. In Dunwall ist es für dich nicht mehr sicher. Fliehe aus der Stadt, indem du dich mit einem Schiffskapitän am Hafen triffst. Knappe Ressourcen, 1 von 21. Du bist von deinen Verbündeten abgeschnitten, also musst du erkunden und plündern, um Nützliches zu finden. Aha. Sollen wir das immer alles durchlesen? Links und rechts. Über die Schnellauswahl verwendest du Elixiere und Ausrüstung der linken Hand wie Fernkampfwaffen und Kräfte. Armbrustbolzen. Manchmal kannst du die Bolzen deiner Armbrust von... Achso, das wissen wir eh. Na, passt schon. Fortsetzen. So. Bis ich alles verstanden habe, muss ich mich verstecken. Okay. Ich muss ins Hafengebiet kommen. Mhm. Mach mal. Alles klärchen. Gut. So. Dann würde ich sagen, wir gehen mal ein Stück. Was haben wir da? Buch über alte Geschichte. Ja, tun wir mal lesen, ne? Kapitel 12. Das Geschäft mit den Wahlen. Also nicht mit politischen Wahlen, sondern die Viecherleins, ne? Im Jahr 1631 gab Kaiser Finlay Morgengard den Bau der ersten Schiffe in Auftrag, die ausschließlich für die Jagd auf Wale und deren anschließende Verarbeitung ausgelegt waren. Dabei handelte es sich um Segelschiffe, die der Laune des Winters ausgesetzt waren. Obgleich diese Walfänger auch, also nach heutigen Maßstäben, von geringer Größe waren, legte Morgengards Flotte den Grundstein für das wichtigste Walgeschäft, wie wir es heute kennen. Moderne Walfangschiffe sind um einiges größer und nutzen Dampfkraft, um das Meer nach Walen abzusuchen. Wussten Sie, dass diese Tiere vollständig verwertet werden? Ja, großartig. Neben Dosenfleisch und Walöl gibt es einen florierenden Handel mit Walknochen. Baden werden für Dacharbeiten verwendet. Walhaut wird als Rohmaterial für Kleidung genutzt. Blasen werden zu Weinflaschen umfunktioniert. Selbst die Eingeweide werden verwendet, um daraus grauen Ember zu gewinnen, der in vielen Medikamenten und Parfümen zum Einsatz kommt. Handgeschriebene Notiz am Ende des Kapitels. Emily. Die Hälfte von Morgengards Walfängern kam an der rauen Küste Morles ums Leben. Du kannst heute noch die Wracks aus dem Wasser ragen sehen, falls du irgendwann mal nach Arran kommen solltest. Punkt. Außerdem steht hier nirgends etwas davon, dass Sokolov persönlich die ersten dampfgetriebenen Walfangschiffe gebaut hat. Er wird dir alles darüber erzählen, wenn du ihn darauf ansprichst. Und du kannst ihm glauben. Diese Sau glauben. Was würde meine alte Gouvernante sagen? Ja, wahrscheinlich, dass ich gerade sitzen und Wyman heiraten solle. Ja, das könnte sein. Sie würde mich fragen, wann der Krieg der vier Kronen endete. 1625. Ja. Was haben wir da noch Schönes? Ich merke gerade, es leckt gerade furchtbar. Es könnte jetzt sein, dass meine Grafikkarte schon zu schlecht ist. Für dieses Spiel hier. Das kann durchaus möglich sein. Wartet mal ganz kurz. Ich gehe mal kurz hier raus. Vielleicht ist es auch nur hier so der Fall. Tatsächlich. Hier schaut es wieder besser aus. Hier schaut es... Moment. Ziel aktualisiert. Hier schaut es besser aus. Es ist scheinbar echt der Raum hier. Ah, jetzt ist es besser. Schau mal. Das war gerade irgendwie komisch.
Nichts mit Grafikkarte schlecht. Alles gut. Passt. Keine Ahnung. Kann ich mir gerade nicht erklären. Ist mir das so ein technisches Phänomen, das wahrscheinlich nicht einmal der TV-Techniker beantworten kann. Was heutzutage ja keine Seltenheit mehr ist. So, alles gut. Läuft, Gott sei Dank. Ich hatte jetzt echt schon Sorge, dass ich da... Dass ich da irgendwie jetzt nicht mehr weiter aufnehmen kann und mir da zuerst was... Ja, Grafikkartentechnisches was anlegen, zuschaffen, was ich machen muss. Kommt sicher. Aber geplant ist es erst im Juli, wenn ich wieder meinen erzwungenen Aufnahmeurlaub mache, weil wir ja bei mir daheim wieder die Heidelbeerernte haben. Und da kann ich dann wieder für circa 3 Wochen nicht aufnehmen. Ich werde vorproduzieren, was ich zusammenbringe, was ich kann, was geht. Keine Frage, vielleicht kann ich da eine Woche oder zwei vielleicht sogar rausschinden. Vielleicht auch 3, wenn ich die Parts etwas strecke, sage ich jetzt mal ganz unverschämt. Ist das ein Klo? Ja, Toilette. So ist besser. Und ja, boah, es ist so schön hier, ne? Also schön, schon mit Wolken und so ist nicht so schön das Wetter, aber groß und so viele Städte, ne? Ich finde das schön designt, so muss ich sagen. Was wollte ich sagen? Ja, wie gesagt, wenn ich dann meinen Urlaub quasi machen muss, meinen Aufnahmeurlaub, dann möchte ich gerne meinen PC, wenn es möglich ist, ein bisschen aufrüsten. Er ist stark genug, dass er das schafft. Und das ist mir auch so bestätigt worden, deswegen habe ich ihn auch so bauen lassen. Und ja, so, wie kommen wir hier jetzt runter? Das soll funktionieren. Es funktioniert. Ich muss hier verschwinden. Ich rede mal mit dem Kapitän dort. Ja, wir müssen auf jeden Fall die Missionen mal uns anschauen. Also, was haben wir denn? Missionshinweis. Erreiche das Schiff. Megan Fosters Schiff liegt unweit des Hafens und ist deine beste Chance, aus der Stadt zu fliehen. Eliminiere Mortimer Ramsay. Das haben wir eigentlich schon. Du könntest Mortimer Ramsay im Schutzraum einsperren. Dort fände er auch Nahrung und Wasser. Das habe ich ja versaut. Und hier neue Kapitänin. Eine neue Kapitänin ist in Dunwall eingetroffen. Ihr Name ist Megan Foster und sie sucht nach Corvo Adano. Vielleicht kann sie dir helfen. Finde Hinweise, indem du Bücher, Notizen und Nachrichten liest oder dir Autographen anhörst und Unterhaltungen belauscht, die dir alternative Wege zum Erfüllen deiner Mission verraten. Was haben wir hier? Ein langer Tag, Delilah und Dings, das hatten wir schon. Missionsgegenstände haben jetzt nur den kaiserlichen Siegelring und den kaiserlichen Gemachschlüssel. Ah, dann können wir auch durchlesen. Kaiserlicher Gemachschlüssel, der Schlüssel zu den kaiserlichen Gemächern. Ramsay hat dich damit eingesperrt. Dann kaiserlicher Siegelring, einer der 2 Siegelringe, die für die Kaiserin und ihren Schutzherrn angefertigt wurden. Sie dienen als Schlüssel für den Schutzraum im Dunwall Tower. Okay. Ziele. Erreiche die Straßen. Finde einen Weg auf die Straße. Dann komme ich aus Dunwall. Okay. Dann würde ich sagen, Wissen und Karten. Erkenntnisse, Brief von Wayman. Jawohl, das haben wir alles gelesen. Audiographen, harte Zeiten, können wir uns nochmal anhören. Dann Wissen, Buch über alte Geschichten. Dann Karte. Du hast keine Karten. Das ist eh wieder klar. Haben wir hier noch was Neues im Tagebüchel? Nö, nix. Passt. Dann können wir hier raus. Puh. Ein Weg auf die Straßen. Da wäre wohl das Schiff, auf das wir müssen. Aber hier runter zu springen ist wahrscheinlich ungesund. Das bedeutet wahrscheinlich hier drüben, ne? Hier wird es eher machbar sein. Zu den Straßen, ja, tatsächlich. Wow. Ich habe immer das Gefühl, dass hier etwas versteckt sein könnte. Da ist nur ein komisches Irgendwas. So, ruck. Die Waffen wollt ihr jetzt nicht. Oh, da geht's tief runter. Da rutscht man sicher ab. Da muss ich vorsichtig sein. Ja, was kann ich nur tun, um Vater zu helfen? Wer muss ich selbst werden? Das kriegen wir schon hin, Mädel. Wir werden unseren Papa schon retten.
Die Familie lässt man nicht im Stich, auf keinen Fall. Was ist da was gewesen? Gerade? Fenster? Komme ich hier nochmal hoch? Nein. Tatsächlich. Was war hier? Achso, nur Fensterchen. Okay. Zack. Zack. Und jetzt? Ruck. Okay, das geht so. Ist hier irgendwas verborgen? Nein. Versteckt irgendwas Nützliches? No. Was haben wir da? Wasser. Das schaut aber nicht aus wie Wasser. So, und jetzt? Hier hoch. Da ist jemand. Falkensturz. Eliminiere oder überwältige deinen Gegner, indem du dich auf ihn herabfallen lässt. Mit J. Dass wir die wissen, wie das geht. Wissen? Ist das wieder unter Wissen und Karte drin? Nö. Knochenartefakt, Missionen, Reiseprotokoll ist ja auch verkehrt. Ja. Wo kann ich das nachlesen? Wissen? Schaut nicht aus, dass es irgendwie speichern tut. Das ist gut. Wie kann ich mich denn jetzt fallen lassen? Einfach fallen lassen. Du bist deine Uniform nicht wert. Wie kann ich ihn plündern? Yes. Wo hauen wir denn jetzt hin? Wo verstecken wir den Deppen jetzt? Ich würde sagen, da ins Gebüsch. Wusch. Der ist echt weg. Ha, nicht schlecht. Wir sind doch irgendwie bei Assassin's Creed, glaube ich, ne? Zumindest ein kleines bisschen. Es ist so cool, wie sie die Waffe wegsteckt. Dunkles Brot. Verschimmelt dieses Mal nicht, das ist schon gut. Dann würde ich sagen, leeres Flascherl. Das nehmen wir gerne mit. Das war jetzt echt cool, muss ich sagen. Von oben einfach runterfallen lassen und dann entweder drosseln, also die Steuerungstaste drücken oder gleich den linken Mauszeiger, um ihn zu vernichten. Erreiche das Schiff. Da geht schon wieder so ein Gradler, ne? Hört mal her, schlechte Nacht. Ich finde das von Männern des Herzogs. Hat den Tower durchsucht und Emily Coldwyn ist offenbar geflohen. Wir müssen sie finden. Das war's, das ist der Befehl. Schwärmt aus und findet das Ziel. Wir stehen zum Herzog von Zerkonos. So oder so. Es gibt keinen Weg zurück. Ha! Das ist wieder mal super. Das ist so super, dass ich sofort speichern möchte. Neuer Spielstand, unbedingt. Ich mache die Spielstände hier voll, weil jeder einzelne Spielstand ist momentan für meinen Part zuständig, sozusagen. Und den will ich nicht überspeichern, falls ich irgendwas verhau, ganz grob verhau, oder falls eine Aufnahme nicht funktioniert, dass ich wenigstens den Part wiederholen kann, ohne das alles nochmal spielen zu müssen. Also zu viel zu spielen müssen. Öffnen. Okay. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Das war gerade sehr gut. Spiele auf deine Art, Teil 1, ja. Spiele auf deine Art, Teil 1. Ja, warte. Wissen? Ich komme mit dem nicht ganz schmeißen. Ihr merkt es wahrscheinlich, ne? Bericht, Wissen, Gegenstände, Ziele.
Ich bin mir noch nicht ganz, ganz sicher, was das jetzt soll. Naja, kann man schon drauf irgendwie. Wo bin ich? Es ist so dunkel. Auf jeden Fall. Was geht jetzt der Alarm los? Du kannst keine weitere Waffe tragen. Ernsthaft, kann ich wenigstens die Patrönchen mitnehmen? Mäh. Und was ist damit? Bereit machen. Seien Sie auf Ihren Posten, sobald der Herzog und unsere neue Kaiserin erschienen sind. Dann wird alles sehr schnell gehen. Erledigen Sie Ihre Aufgaben und Sie werden auch belohnt. Oder wenden Sie sich jetzt gegen mich und ich bitte den Herzog, seinen Attentäter zu Ihren lieben Eltern zu schicken. Der Kronenmeuchler ist der Letzte, den Sie am Esstisch haben wollen. Mortimer Ramsay, du bist so freundlich. Aber jetzt eh nicht mehr, jetzt bist du eh schon tot. Ich hätte ihn gern lebend gehabt, das ist echt kacke. Alle tot. Oh, wow. Ich glaube, ich habe was gesehen. Weg. Ich glaube, er ist weg. Oh, nein, er ist nichts weg. Gehen wir nach. Hab ich dich. Du bist sowas von Ja, ich bin auch doof, ne? Kacke. Hier. Ja. Scheiße. Ja. Was? Ich hätte gerne eine Flasche oder irgendwas, womit ich den Deppen da anlocken kann. Kacke. Dass der mich jetzt auch so sehen muss, ne, dieser Mistkerl. Schleiche ich den überhaupt? Natürlich. Ist bald Waschtag? Ich hoff's. Trag meinen Gestank jemand, ne? Selbst nicht mehr. Vielleicht so? Boah, Schluck. Ja? Das lief gut. Ich glaube, das lief gerade gut. Er ist nur mal zum Pinkeln gegangen. Mehr nicht. Da fehlt sein Fuß. Alter. Ich glaube, das lief gut. Ich glaube, ich darf das speichern. Warte. Ich hoffe es halt. Ich will da jetzt nicht unbedingt drauf. Ich nehme nochmal einen Reservespielstand. Den da. Für den Fall der Fälle, dass ich jetzt echt was verhaut habe. Ist er weg? Er ist weg. Wie schaut es bei dir da oben aus? Da kommt er. Auch jemand? Oh, da oben ist auch jemand.
Mist. Das ist nicht gut gelaufen. Okay, nochmal laden. Boah, Scheißendreck. Das ist natürlich jetzt doch ein bisschen, ja und so, ne? Wie kommt das schon durch? Irgendwie haut das schon hin. Ich weiß es. Irgendwie geht das. Nur haben wir halt keine Flaschen und nix. Verlässt sie ihn. Ich kann warten. Aha. Na, großartig. Klar, der weiß, wie er mit dem Boss reden muss. Speichellecker. Das wird schwierig. Bitte um neue Stiefel und was krieg ich? Eine Socke. Vielleicht geht's ja so. Sie auch welche umgebracht. Wo ist das grob? Nur die Nerven behalten, nur die Nerven behalten. Ziemlich trocken. Könnte wirklich. Hat hingehauen. Hat hingehauen. Ich muss speichern. Das hat hingehauen. Wo soll ich denn das hinschreiben? Das hat voll hingehauen. Warte noch. Warte noch. Nein. Hingehauen. Wo soll ich das hinschreiben? Dieses Gepiepse, ne? Da unten noch jemand? Ich glaube ja, ne? Wäre halt besser, den hier zu ermorden, ne? Boah, ey. Na, kommt er schon? Ich höre ihn nicht. Aber der bleibt lange unten. Na komm. Oder müssen wir gar nicht alle ermorden? Wahrscheinlich reicht es, wenn wir zum Zielpunkt gelangen, ne? Müssen wir wahrscheinlich gar nicht alle umhauen. Geht die Munition? Okay, da geht nur Pistole. Wahrscheinlich reicht es, wenn wir einfach es heil rüber schaffen, ne? Zum Schiff und so. Mehr brauchen wir scheinbar nicht können oder erreichen. Kann man hier rein? Ist bald Waschtag? Hä? Wer hat die Tür aufgemacht? Nix gut. Das war hier jetzt, ne? Nicht gut, okay. Tür aufmachen und weggehen. Und dann niedermeucheln. Okay.
Er steht oben, okay. Bleib wachsam, sagt er. Und ich sag, ich bin immer wachsam. Klar, sagt er. Aber diesmal meine ich's ernst. Diesmal meine ich's ernst. Sollen wir den umhauen? Geht doch, oder? Und den entsorgen wir auch gleich. Da, 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 da. Da, 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 da. Und fröhliches Fliegen. Ich mag das. Gegner durch die Gegend schmeißen. Ist gut. Ist sehr gut. So. Ist gleich wieder. Ich weiß, ich speichere schon viel zu viel. Ist schon wieder so wie bei Risen. Ist schon wieder gefaltet, ne? So. Aber das muss sein. So. Und. So. Wer hat die Tür aufgemacht? Vielleicht war es nur der Wind. Hey, da sind schon die Fliegen dabei. Was ist das ekelhaft? Dass ich. Ich seh mich mal um. Hey! Huch! Entschuldigung. Ups, was? Ich meine natürlich, das war jetzt nicht mit Absicht. Metallkiste öffnen und drinnen ist nix. Nix. Nix, da ist nix drin. Null. Nix. Wie kann man da nix drin haben? Ist sonst irgendwas, irgendwas von Wert, irgendwas? Wenn wir das jetzt schon auf uns genommen haben. Dunkles Brot, ja. Apfel. Da eine Münze, ne? Zweier Münze. Kann ich jetzt einmal was trinken? Nö, ne? Das wird nichts. Das funktioniert so nicht. Dieses Geräusch, ne? Dieser komische, weiß ich nicht, Zug oder was? Güterzug ist schon, ja. Den nehme ich gern mit. Sind wir da voll mit Christbaum? Kupferdraht. Gibt ein paar Münzen. Auch hier ist Kupfer was wert. Und das war's. Das war's. Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht. Okay, dann gehen wir wieder. Würde ich sagen, ist doch irgendwie gut gelungen. Ha. Spiel speichern. Wieder da drauf. Jupp. Und weiter geht's. So. Jetzt müssen wir darüber. Na, großartig. Gleich wieder mal verstecken. Darüber. Wie soll man das anstellen? Kann man irgendwie hochklettern? Ich denke nicht, ne? Achso, der liegt schon. Der ist hin. Der ist tot. Ups. Ich glaube, das ist einfach durch die Tür und weg. Dann würde ich sagen. Der Part ist zu Ende.
der Part ist zu Ende. Ich würde sagen, ich hole mal schnell die Flasche hier. Kann man das Bild verkaufen? Was macht der da? Das hört sich komisch an. Na, wir machen im nächsten Part weiter. Wir sind schon mal ein kleines Stückchen vorangekommen. Das ist ja schon mal was. Also ich bin schon mal zufrieden, dass wir immer nur das Gleiche sehen. 12 Parts lang. Na, Spaß beiseite. Zurück zum bitteren Ernst. Ja, wir machen den dann kalt, den da drin. Ja, und schauen, dass wir zum Schiff kommen. Ja. Also dann, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!